Willkommen zurück. Das heutige Video soll sich ganz um das Thema Dach drehen. Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass dieses Video gesponsert ist von der Firma AquaGuard. Dazu aber später mehr. Bitte seht es mir nach, ich kann das Video natürlich nicht an einem Tag drehen. Also wenn ich jetzt mal unterschiedliche Klamotten anhabe und so, das werdet ihr schon sehen. Und dann ging es auch direkt los. Ich habe dann erstmal mir die Sparren hochgeschleppt, um die anzuzeichnen. Ich habe leider keinen Alpha-Winkel, womit man das hätte ordentlich anzeichnen können. Deswegen habe ich das oben am Dach direkt gemacht und habe das dann alles mit einem Stechbeitel hier ausgearbeitet. Ist nicht ganz perfekt geworden, aber für mich reicht das so. Ich glaube, hier macht auch die Übung den Meister. Und dann ging es noch darum, da etwas einzufräsen, damit ich bei dem Dachüberstand dann noch schön Profilholz drunter einarbeiten konnte. Wie das Ganze aussieht, werdet ihr auch gleich sehen. Und dann ging es auch weiter, dann habe ich erstmal den Dachstuhl fertig konstruiert, das heißt alles draufgeschraubt, alle Sparren. Das war an den Tagen jetzt ganz schön windig, was ein bisschen nervig war, aber okay. Hier sieht man auch, dass ich eine leichte Asymmetrie im Dach habe, also der linke Dachüberstand ist einfach die West- und Wetterseite, ist etwas größer als der rechte. Und dann war der Dachstuhl auch schon fertig. Yeah, recht fest! Super, juhu! Ja, so sieht das Ganze von oben aus. Das Windrispensand soll jetzt vom äußersten Punkt der Traufe bis zum äußersten Punkt vom Dachfirst hoch. Ja, so sieht das aus, das Windrispensand. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Schön straff gespannt. Das Windrispenband. Hier kann man jetzt sehen, dass ich da Profilholz eingearbeitet habe. Einfach, dass man von unten, wenn man auf den Dachüberstand schaut, nicht irgendwelche hässliche Folie sieht. So sieht das Ganze dann von unten aus. Und ich zeige das auch gleich nochmal, wie es dann fertig ausschaut. So, wenn man jetzt hier aus der Tür rauskommt quasi und nach oben in den Himmel blickt, sieht das Ganze jetzt so aus. Ein bisschen farbunterschiedlich, aber das stört mich nicht, weil das Holz ist 100% recycelt quasi. Das habe ich geschenkt bekommen und das kriegt hier nochmal ein zweites Leben. Puh, man sieht es schon an meiner Frisur heute, ist ganz schön windig. Ich bin jetzt quasi mit der, wie nenne ich das jetzt, Verbretterung der Sichtflächen außen vom Dach fertig. Und jetzt kommt nämlich immer langsam näher zu dem Problem, Dachhaken, Dachrinnenhalter. Keiner von meinen Bekannten hat tatsächlich so eine blöde Zange. Und jetzt muss ich mir halt echt mal überlegen, wie ich das am besten biege, dass das jetzt auch nicht so ein krasser Push wird, wie Jana sagen würde. Mal schauen. Es ist doch etwas unkonventionell, aber es scheint zu funktionieren. Mal gucken. Die Dachhaken sind dran. Dachrinnenhalter, ich weiß mal nicht. Ich gehe jetzt mal hoch und werde mal die Wasserwaage reinlegen und gucken, ob ich jetzt ein Gefälle habe oder nicht. Also, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass es nicht zu viel ist. Es war jetzt mit 3 bis 5 mm. Pro Meter angegeben. Freunde, ja, tatsächlich ist es leider so, dass ein bisschen ein Bauverzug am Start ist. Aus dem Grund, dass mein Nachbar gestern da war und mich nochmal angesprochen hat und mit mir gerne sprechen wollte. An der Stelle kann ich nur sagen, Kommunikation ist alles. Leute, wenn ihr mit irgendjemandem ein Problem habt, sprecht mit den Leuten und macht nicht irgendwelche komischen Aktionen oder lasst euch irgendwie da unterkriegen, sondern sprecht mit den Leuten. Genau, deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen Gas geben. Es ist natürlich heute brütende Hitze und auf einem Dach zu arbeiten ist überhaupt keine gute Idee. Aber es hilft nichts. Es soll ja die nächsten Tage dann auch hier wieder regnen. Von daher, ich muss jetzt das Dach auf jeden Fall drauf machen. Und ja, da leider das Budget vom Dach aufgebraucht war, freue ich mich jetzt wirklich, euch mitzuteilen, dass es noch ganz liebe Menschen auf dieser Welt gibt, die mir unter die Arme greifen. Und zwar ist es die Firma AquaGuard, die mir diese wunderbare Unterspannbahn hier gesponsert hat.
Die Firma AquaGuard hat sich spezialisiert auf Folien. Möchtest du also einen Teich bauen zum Beispiel oder auch Dachdecken wie ich, ist das der richtige Ansprechpartner für dich? Außerdem vertreiben die auch Wildzäune. Also du hast ein großes Waldgrundstück und musst es einzäunen, weil du da Bäume pflanzt oder sonst irgendwas. Dann ist das auch der richtige Ansprechpartner für dich. Sowas gibt es da auch. Außerdem haben die einen eigenen YouTube-Kanal. Verlinke ich dir in der Infobox und siehst du auch hier oben. Kannst du draufklicken und da wirst du genau zum Kanal von AquaGuard geleitet. Die haben über 50 tolle Aquarvideos, wie man die Folien baut, wie man zum Beispiel einen Teich anlegt und so weiter und wie man die Zäune richtig anbaut. Also vielen, vielen Dank an die Firma AquaGuard. Wie gesagt, guck da gerne mal vorbei. Die haben immer tolle Angebote, tolle Preise und es ging für mich auch alles total unkompliziert und schnell. Der Versand war super schnell, alles hat super geklappt. Guck da gerne vorbei. Firma AquaGuard kann ich nur empfehlen. Ja, und warum eigentlich diese Unterspannbahn? Ich habe ein Blechdach dann später drauf, was ein Antikondensvlies drunter hat, aber man braucht immer noch ein Unterdach. Und dieses ist eine diffusionsoffene Folie, das heißt, sie lässt von oben nichts durch, aber von unten lässt sie Feuchtigkeit nach außen. Es kann immer mal passieren, dass die Dämmung ein bisschen nass wird, warum auch immer, und deswegen braucht man diese Folie. Ist eine tolle Sache, eine tolle Erfindung. Mache ich jetzt mal drauf und ihr könnt ja dabei zuschauen. Und dann kommt als nächstes die Konterleitung drauf. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht schwindelfrei bin und da immer ständig zwischen den Balken hin und her springen musste. Puh, ja, die Unterspannbahn ist jetzt drauf und es ist schon ganz schön mies, was denn das Gehirn da einem für Tricks oder Streiche spielt, weil das Gehirn sagt, oh, hier ist eine geschlossene Fläche und es ist alles safe. Aber ich weiß ja, dass wenn ich zwischen die Spannen trete, dass ich da einfach durchrausche. Da ist zwar die Plan, aber da ist nicht viel mit drauf treten und so. Und da ich nicht ganz schwindelfrei bin, weil ich als Kind mal aus einer relativ hohen Höhe runtergefallen bin, muss ich mich jetzt erstmal ausruhen und dann kommen noch die Dachlatten drauf. So, Tag 748 am Dach. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, habe die Tage nicht gezählt. Wir sind jetzt fertig mit der Konterleitung. Heute hilft mir zum Glück der Tobi. Vielen Dank dafür. Wozu diese Konterleitung? Wenn vom Blech hier ein Tropfen drauf fällt und nach unten läuft und hier wäre jetzt ein Holz, würde der ans Holz stoßen und irgendwie das Holz dann zum Faulen bringen. Deswegen macht man diese Konterleitung drauf. Also einmal einfach auf die Spannen und darauf kommt jetzt die Traglattung. Hier dazwischen ist halt nichts, ne? Das ist das, was ich gemeint habe, dass das Gehirn einem wirklich einen Streich spielt, weil das eine geschlossene Fläche ist. Denkt halt das Gehirn, da kann ich drauf treten. Da würde man aber 4 Meter durchrauschen. Das sieht jetzt gar nicht so hoch aus. Aber ich bin echt nicht schwindelfrei. Als nächstes kommt so ein Vogelschutzgitter noch vor die Dachlatten, damit das Dach belüftet werden kann und größere Insekten passen da auch nicht durch. Ja, und so sieht das dann auf die Länge aus. Ich habe dann versucht, für euch noch ein paar Momente hier wenigstens einzufangen. Das Problem war, dass die Kamera ständig überhitzt ist und gesagt hat, nein, ich zeichne nicht mehr auf. Die Sonne blendet, aber Leute, Dach ist drauf, hier zum Teil nur fixiert, aber die Platten liegen alle drauf. Einfach aus dem Grund, weil heute noch Tobi und Martin da waren. Dann liegen die Bleche schon mal drauf und anschrauben, richtig fixieren kann ich sie dann alleine. Juhu! Für mich endet heute ein richtig heftig schwerer, harter und schweißtreibender Tag. Und an dieser Stelle endet auch das Video. Vielen, vielen Dank auch nochmal an AquaGuard. Ihr erinnert euch, die Unterspannbahn ist von AquaGuard. Coole Sache, vielen Dank dafür. Und euch wünsche ich erstmal noch ein paar schöne Tage und viel Spaß bis zum nächsten Video. Peace, euer Mo.